Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AirPod CEO hier auf meinem Kanal. Wir wollen hier nochmal weitere Bushaltestellen machen. 2 Stück. Das würde passen. Perfekt. Dann wird hier die Straße dann runtergehen. Dementsprechend, ne? Als Einbahnstraße. Dann haben wir hier 2 weitere oder 2 Bushaltestellen. Sollte dementsprechend in Ordnung sein. Hier machen wir Kurzzeitparkplätze. Wäre auch ein guter Vorschlag, glaube ich. Oder? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Das sollte passen. Machen wir natürlich hier. Auf die Seite machen wir Langzeitparkplätze. Ne? Das wäre, glaube ich, eine coole Sache. Relativ viele Langzeitparkplätze. Einfach mal 2 Parkplätze oder sowas davon. Könnte, glaube ich, richtig gut Geld bringen. Ne? Automatisierung läuft auch. Okay. Sieht der letzte Monat aus. Ja, Minus. Ne? Klar. Aktuell relativ viel Minus, leider. Okay. Kriegen wir schon wieder irgendwie auf die Kette. 740.000 haben wir noch auf dem Konto. Wir bauen ziemlich viel gerade. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Baukosten hier. Ne? Baukosten sind immens hoch. Gerade für uns hier, ne? Aber gut, kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin, ne? Bushaltestellen werden jetzt gebaut hier. Dementsprechend können wir dann da abreißen. So, perfekt. Das reißen wir ab. Dann brauchen wir die beiden Bushaltestellen. Dann sollte das auch relativ gut laufen. Finde ich immer gut. Leute können da ein bisschen sitzen. Wir können hier ein bisschen umbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch so viele Büros brauchen auf Dauer. Können wir mal gucken. Wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir brauchen die nicht. Wir machen die Einfahrt da und da. Danke. Können wir den Bus, die Bushaltestelle hier nämlich schließen dann, ne? Ich weiß, die wollen einkaufen gehen, ne? Ja, sieht gut aus, glaube ich. Sieht, glaube ich, relativ gut aus, ne? Gut, dann versetzen wir den Parkplatz. Wie groß ist er? Oder Haltebucht. Haltebucht für Taxis. Auch interessant, öffentlicher Parkplatz. Oha, der ist schon relativ riesig, ne? Der ist schon relativ riesig, muss man schon sagen. Ne? Aber ich würde es eigentlich gerne machen. Ne? Zwei Stück. 2 Parkplätze auf Dauer? Oha. Das wird riesig, ne? Das wird riesig. Okay, wir schließen aber auf jeden Fall jetzt erstmal die Bushaltestelle hier. Dann dementsprechend, ne?
Die Bushaltestelle schließen wir. Das schließen wir auch am besten erstmal. Dann rasten wir das nämlich ab. Anschließend kriegen wir das definitiv umgebaut, ne? Wir müssen das umgebaut kriegen, Leute. Also folgendes. Wir wollen hier Parkplatz machen. Öffentlicher Parkplatz, ne? Das heißt, wir müssen hier den Raum definitiv verkleinern. Um 3 Flächen. Um 4 Flächen sogar, ne? Ja, 4 Flächen. Das kriegen wir aber hin. Das heißt, Sitzmöglichkeiten werden wir auf jeden Fall platzieren für die Mitarbeiter. Dann werden die nämlich verschwinden. Die Deko wird verschwinden. Und hier wird eine Tür reinkommen. Dann machen wir den Raum kleiner. Zone. Personalbereich. Personalraum. Ja, wir müssen löschen, ne? Wir müssen das machen. Jetzt geht das nicht. Ja, kriegen wir hin. Dann kommt da eine Wand hin. Dann wird das abgerissen und das abgerissen, ne? Müssen wir drastisch umbauen, Leute. Drastisch. Wirklich drastisch, ne? Geht nicht anders. Den Fußgängerweg müssen wir nach oben verlängern. Die Bushaltestelle können wir abreißen. Hier kommen wir Kraftstoff an. Perfekt. Ja, Passagiere gehen jetzt hier raus, egal. Ja, ist Bauweise, ne? Die Tür muss weg. Da werden wir definitiv wieder eine Wand setzen. Müssen eine Wand setzen, klar. Okay, machen wir gleich. Wie sieht es mit Boden aus? Müssen wir gleich mal gucken. Können wir schon einen Parkplatz setzen? Ne, können wir nicht, ne? Weil hier noch der Fußgängerweg ist, ja, stimmt. Da ist noch der Fußgängerweg. Stimmt. Ist das mit Boden? Da müssen wir gleich gucken. Ne? Fußgängerweg läuft. Da wird gerade gebaut. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Parkplatz wird.
sollte passen, ja. Ja, wir werden es aber weiter hochführen. Definitiv. So. Bitte sehr. Führt es weiter hoch und dann passt das. Dann können wir es dementsprechend hier abreißen. Erstmal. Und schauen wir weiter. So. Ja, Probleme, ne? Wo ist hier das Problem? Wenn die Parkposition K6 noch, immer noch besetzt ist. Okay. Immer noch besetzt ist. Ah, super. Also wir müssen definitiv ausbauen, Leute. Aktuell halten wir uns mit dem Geld relativ gut. Na, schon mal optimal. Was nicht optimal ist, ist im Prinzip, dass wir hier nicht Geld plus machen. In dem Sinne. Das ist das Problem. Wir haben jetzt Dienstag, glaube ich, ne? Ne, Montag. Ist das ein großer Flug? Kommt auf jeden Fall noch. Ach, Leute. ...68% Jumper. Ja, Zufriedenheit sinkt, ne? Dafür ist Nordic jetzt wieder besser dran, ne? Ja, wir kriegen das schon alles wieder auf die Kette. Wir sind ja gerade fleißig am Umbauen alles, ne? Von daher... Immer mit der Ruhe. Okay, da müssen wir noch eine weitere Event abbauen, ne? Oha. Oha. Wände... Einmal da bitte. Und einmal das hier bitte abreißen. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren, ne? Platzmäßig. Die Leute gehen jetzt wahrscheinlich hier raus. Aber ist jetzt nicht so schlimm, ne? Parkplatz. Können wir den Parkplatz dann jetzt gleich bauen? Ich hoffe doch. Nee, ne? Struktur ungültig. Warum Struktur ungültig? Weil Boden, ne? Flughafen Terminal. Fundament abreißen, ne? Ja. Fundament müssen wir abreißen, okay. Bringt aber nochmal Geld wieder. Ist nicht verkehrt. So, Parkplatz. Komm schon. Okay, sehr gut. Können wir hier den Parkplatz setzen? Können wir hier den Fußweg lang führen, ne? Ja. Machen wir hier den Fußweg.
Dann haben wir einen Parkplatz für die Dings. Leute wieder. So, das wäre so der Fall. Ich weiß jetzt nicht, warum keine Kapazität, da die Fahrzeughalle geschlossen ist. Ja. Wie sollen die wegfahren, die Autos? Ich will, dass die wegfahren. Es sei denn, wir müssen mal wirklich den Flughafen leer laufen lassen, ne? Das wäre natürlich eine heftige Sache. Das wäre nicht das, was ich gerne machen würde, theoretisch. Ich glaube, wir kommen nicht unbedingt drum rum. Das ist das Problem, ne? Ich glaube, wir kommen nicht unbedingt da drum rum. Ne? Ich glaube, nein. Ja, wir verdienen mit dem Automaten auf jeden Fall Geld, ne? Ja, sehr nice. Dann machen wir auf jeden Fall noch einen Automaten. Auch wenn es nicht viel ist, ne? Getränkautomat. Wie viel kostet der? 5 Euro pro Stunde, ne? Ja. Sollte sich auf jeden Fall trotzdem lohnen. In der Stunde so viele Passagiere da dran gehen. Das ist heftig. Das ist richtig heftig, ne? Aber gut. Hier ist jetzt ein Parkplatz. Kurzzeitparkplatz, okay. Den will ich im Prinzip hier abreißen eigentlich gerne. Aber da müssen wir wahrscheinlich wirklich den Flughafen leer laufen lassen, mal, ne? Ich glaube, das wäre auch gar nicht mal so schlecht. 53 Minuten Verspätung, ne? Mies. Der Flug zeigt 19:20 Uhr. Wo ist er denn? JP306. Kann ja nur eine kleiner sein, ne? Der hier. Wo ist denn das Problem? Auftanken läuft. Ja, auftanken musst du noch, ne? Na gut. Auftanken muss er noch. Aber egal. Kriegen wir hin. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich sage einmal in dem Sinne, bis dahin. Servus. Und tschüss.